vom Kampf um die Taliban-Hochburg Chardara. Videos von Anfang November, aufgenommen von Bundeswehrsoldaten. Ursprünglich sollte nur ein einzelnes Dorf von Taliban befreit werden. Als die Aufständischen flüchten, wird der Einsatz zur Offensive. Nicht los, weiter! Achtung, RPG! Achtung, runter! RPG. Ein kurzes Zischen nur, dann schlägt die Granate ein. Abgefeuert aus einer RPG, einer Panzerfaust. Bilder von kämpfenden Bundeswehrsoldaten während eines Gefechtes in Nordafghanistan. Wow! Wow, runter, runter, runter! Der Feind ist kaum zu erkennen. Irgendwo da hinten, zwischen den Häusern. Einige hundert Meter entfernt. Der war genau auf dem Dach! Mann, auf dem Dach! Vom Dach haben die geschossen! Für die Fallschirmjäger aus dem niedersächsischen Seedorf ist das ihr erstes Gefecht. Ihr Einsatz hat gerade erst begonnen. In den nächsten 5 Monaten werden sie jetzt fast täglich unter Feuer genommen. Die Männer des Golfzuges müssen kämpfen und werden töten. 3 von ihnen kommen nicht mehr nach Hause. Nur wenige Tage später werden sie fallen. Am 2. April 2010, dem Karfreitag. Erstmals gibt es Bilder des Gefechts vom Karfreitag. Nach einem Taliban-Angriff haben sich die Soldaten des Golfzuges nach Isakel zurückgezogen, einem Dorf knapp 6 Kilometer vom deutschen Lager in Kunduz entfernt, mitten im Taliban-Gebiet. Es sind 32 Männer, von der Kompanie und dem Nachschub abgeschnitten. Handeln unter Extrembelastung. Es dauert 1 Stunde, bis die Soldaten des Golfzuges den Feind ausmachen, wissen, von wo geschossen wird. Am Ende kämpfen die Fallschirmjäger 9 Stunden lang. 9 Stunden Todesangst. Am Karfreitag hat der Golfzug seinen ersten Verwundeten gleich zu Beginn des Gefechtes. Doch es dauert Stunden, bis dieser unter Lebensgefahr aus der Schusslinie geborgen werden kann. Dabei wird Robert Hartert angeschossen. Der stirbt 2 Stunden später im PRT Kunduz, dem deutschen Feldlager. Die Fallschirmjäger geraten so unter Druck, dass sie sich zurückziehen müssen. Dabei kommt es zur Katastrophe. Einer der gepanzerten Dingos fährt auf einen ferngezündeten Sprengsatz. Nach 9 Stunden Dauerfeuer geht Mario und seinen Männern langsam die Munition aus. Einige der Gewehre fallen wegen Überhitzung aus.